So, Freunde, es kann weitergehen. Gut gestärkt am Heiligabend. Da wollen wir doch mal gucken, dass wir hier endlich mal weiterkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Mücke vorher noch bekämpfen. Ja, doch, der... Hauen wir mal einen von Latz. Ich musste mal ein bisschen gucken im Internet, wie ich weiterkomme. Es ist im Grunde genommen relativ einfach. Wir müssen hier oben erstmal auch schießen. Dann geht hier... Ja, genau, so einfach ist es dann doch nicht. Aber dann geht auf jeden Fall ein Kissen auf. Oder da fährt ein Stein hoch. Mit so einem Sprungkissen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall flink sein. Ich weiß gar nicht, ob wir den von hier auch treffen können. Doch, es geht auch. Ja. Sehr gut. Okay, müssen wir nochmal probieren. Ja, das ist irgendwie noch nicht hoch genug. Ah, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Jetzt können wir hier nochmal anvisieren. Ich will eine knappe Geschichte. So, um den Stein zu erreichen, müssen wir theoretisch... Jawohl, wir haben ihn. Das ist nämlich der Augenstein und da brauchen wir jetzt 2 Stück von. Natürlich die Frage, wo wir weiterkommen. Da geht es nicht weiter. Ich vermute mal, wir müssen jetzt hier weiter. Wir wechseln mal hier auf Schwert erstmal. Ich hoffe ja, dass die so ein bisschen unsere Energie auflädt. Ja. Weil wir haben nämlich nicht mehr viel Schuss. Und zwar für unseren Bogen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir können jetzt hier nochmal drehen und dann nach oben. Genau, und um diesen ist Tor aufzumachen, quasi den Stein hier unten treffen. Das wird nicht so einfach. Gucken wir mal, wie wir das machen können am besten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Bogen. Oh, das war doch wieder mega ärgerlich. Das ist so das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben keine Pfeile mehr. Mal gucken, wenn ich das jetzt hier zerstöre. Ah, da habe ich wieder was. Also es geht nicht nur um das Rätsel zu lösen, sondern auch um die Ressourcen. Ja, ich mache aber wieder denselben Fehler. Nee, doch, hat diesmal geklappt. Lass ruhig los. Ja. So. Ah, alles klar. Hier können wir nochmal aufladen. Das heißt, wir ändern hier nochmal. Genau, dann haben wir 1,5. Das sollte eigentlich reichen. Also wir haben unten diese blauen... Was sind das? Kreise, Kugeln, Schilde. Und wir müssen auf jeden Fall oben das Tor aufkriegen. Ah, das ist echt ärgerlich. Ist die Mücke auch noch da?
stellen wir mal wieder hier um. Die greift aber irgendwie komischerweise gar nicht an. Die wundert sich bestimmt auch, wo ich daherkomme. So, jetzt müssen wir mal auf Bogen umstellen. Jawohl, wir haben's. Ich hoffe, dass das... dass der Stein oder das Tor da oben auch offen bleibt. Jawohl, wir haben ihn. Augenstein. Das ist ja schon mal prima. Guck mal hier, ob es hier noch ein Secret gibt. Aber wir stehen jetzt wieder oben auf Schwert. Nein, gibt kein Secret. Sehr gut. Dann können wir jetzt weitergehen. Wir müssten eigentlich dann auch weiterkommen. Natürlich die Frage. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Jetzt müssen wir mal schauen. Nach oben rechts, wo der Vogel ist. Da müssen wir, glaube ich, hin. Oh, das war ja mal einfach. So, und hier müssen jetzt... Ah, macht er automatisch. Sehr geil. Genau, da kommen die zwei Augen rein. Super, und dann kommen wir hier weiter. Jawohl. Quoloks Tal, da sind wir. Ach, hier, mit ihm können wir sprechen. Oh, der leuchtende Fremde, von dem mein Kunde so beeindruckt sind. Ah. Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach vom Himmel zu fallen? Ich bin auf meinem Reisen schließlich viel Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängeln. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche. Splitter ansehen. So, das hat er, kann er uns verkaufen, ja? Jetzt haben wir noch 49. Okay, gehen wir mal zurück. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir hatten aber noch Verbesserungen. Das heißt, wir reden nochmal mit ihm. So, Verbesserungen. Möchtest du vielleicht Geistesplitter veredeln oder vielleicht einen ganz neuen Splitter kaufen? Verbesserung ansehen. Zu wenig Geistes... Okay. Zu wenig Geisteslicht und Geistesplitter. Bin ich aber enttäuscht. Schade. Au. Das war ein schnelles Ende. Kommt doch mal einfach mal so ein Stein runter. Schaffen wir den weiten Sprung? Warte mal. Müssen wir wahrscheinlich hier wieder umsteigen auf Bogen. Ich vermute mal, dass wir hier noch auf der anderen Seite fährt sich was aus. Sehr gut. Fährt sich da was aus. Sehr gut. Okay, drücke X, um mit Moki zu sprechen. Du bist ein Geist, ja, ich habe einen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr, es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Neues Gerücht.
Ah, okay. Ui, das war aber knapp. Wenn ich da wieder runtergefallen, hätte ich mich aber zu Tode geärgert. Können wir hier auf jeden Fall einen schönen Hebel umlegen. Gucken, was da passiert. Ah, das Wasser wird abgelassen. Hier ist immer noch Wasser. Irgendwie nichts gebracht, kann das sein? Nee, nicht so wirklich, ne? Die Frage, wo wir lang müssen, weil wenn wir das Wasser abgelassen weiter. Von hier sind wir gekommen. Dann sind wir hier rüber. Genau, also es ist schon richtig so, dass das... Genau, das Wasser war eigentlich... Hier war schon Wasser. Das ist jetzt abgelassen worden. Das heißt, es müsste doch dann theoretisch rechts weitergehen. Ist mal hier lang, oder nicht? Fährt er sich aus? Wie geht's hier weiter? Ah, jetzt blöd, Mann. Selber eingesperrt, oder? Vielleicht kommen wir ja hier weiter. Ah, hier geht's auch weiter. Müsste ja da oben eigentlich auch Brücke aufgehen, oder? Na, nur in die Richtung. Einmal komplett nach oben. Ah. So, das heißt, wir können den hier irgendwie ins Wasser schieben. Überhaupt Sinn, dass wir den da hinschieben?
rutscht auch mal in die Richtung. Warte mal, vielleicht können wir die Steine ja auch hochtransportieren. Springen wir hier mal drauf. Genau. Ziehen wir auch mal ein. Und schieben wir den erst rüber. Ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ne, es funktioniert so nicht. Okay, was ist hier passiert? Wieso ist die kurz aufgegangen? Ach, wir müssen den Stein hier hin transportieren. Den bewerkstelligen. Ah, alles klar. Ich glaube, ich weiß wie. Oh, ich schlumpf. Dann müssen wir hier wieder lang. Wieder Umwege laufen. Na, okay, aber mal gut, dass sie das mit eingebaut haben. Sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. So. Ja, zieh dich ein. Dann können wir den Stein hierher ziehen. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt können wir da oben schießen. Dann fährt sich das aus und dann können wir den Stein da hochschieben. Den somit dann transportieren. Das ist natürlich nicht, wenn ich jetzt hier drauf schiebe. Müsste den ja hochtransportieren. Wenn ich das mache. Mal kurz umstellen hier auf Schwert. Nochmal, ich würde den jetzt hier hochschieben, den Stein. Nichts gewonnen. Wir versuchen es mal, was passiert. Wenn wir hier jetzt reinschießen, sich die Brücke wieder einfährt. Ey. Der Stein dann richtig fällt. Ja, ach, alles klar, super. So, und den schieben wir jetzt auf das Tor. Du musst jetzt keinen Fehler machen. Jawohl, super. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt geht es natürlich hier auch lang. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Ja, okay. Müssen wir schneller sein. Ah, was ist das? Griff.
Jawohl. Sind wir hier drüben? Können jetzt hier rüber. Holen wir uns nochmal ein bisschen Energie für den Bogen. Sehr gut. Fängt es an, dass alles so mit Timing irgendwie losgeht hier. Ah, noch mehr Wasser geht verloren. Das ist ja super. Auch wieder mit Timing. Also den zuerst. Dann. Hier nochmal. Neuer Versuch. Zack. Ja, das haut nicht so einfach hin. Wie ich das so denke. So, wir müssen erstmal Nachschub holen. Ja, Schwert einsetzen, sehr gut. Und wieder um Bogen, ne? Genau. Hat sich das so aufgelöst. Ey. Wir können jetzt erstmal umstellen nochmal kurz. Zerstören den Kristall. So, jetzt haben wir wieder genug Kraft für den Bogen. Müssen wir mal gucken. Zack. Ja, keine Faxen hier. Das Ganze ist vom Timing her nicht so einfach. Finde ich so, aber. So, und jetzt die Frage, wo geht's jetzt hin? Weil da oben ist jetzt, ja, geht's eigentlich gar nicht weiter. Das macht irgendwie momentan noch keinen Sinn. Kann man hier ran? Doch. Da kann ich ran. Aber das Tor geht nicht auf. Muss ja einen Grund haben. Da schließt sich mir noch nicht so richtig der Grund. Thank you.
Okay, jetzt wir nehmen nochmal das Schwert. Zack, genau, so muss das sein. So, und jetzt stellen wir wieder um auf Bogen. Übel. Mann, 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 ey. Ich hab mal nicht gedacht, dass das so abgeht hier. Bringt mir nichts. Was soll das denn für einen Sinn machen? Jetzt können wir wieder umstellen. Es ist immer wieder so, dass du hier vor Rätseln stehst, wo du denkst, ey, was soll das? Was stimmt denn hier nicht? Also, Nummer 1, ganz klar, hier nach oben. Ey, aufpassen. Wir können sogar jetzt hier hängen bleiben, hier oben. Okay, wenn es da Probleme gibt, dann gehen wir erstmal weiter. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem gelöst. Dass wir ein Tor geöffnet haben, indem wir einen Stein transportiert haben. Kommt der nächste Scheiß her. Wenn ich weiterkomme. Ach, da oben geht's auch noch weiter. Ach ja, das war ja... Genau, da waren wir aber schon. Da müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr lang. Und das hat sich ja hier geändert. Macht hier keinen Sinn, was hier gerade passiert. Okay, dann schalten wir nochmal um. Das macht Sinn. Das macht auch noch Sinn. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Nee.
wir nochmal nach oben. Ist auch nicht so einfach hier vom Timing her. Ja. Natürlich die Frage, da ist ja auch noch, sehe ich gerade, die Schalter. Hier ist ein Hebel, genau, den haben wir ja schon umgelegt. Ist das vielleicht das Geheimnis? Ah, okay, jetzt haben wir es. Jetzt macht das auch alles Sinn. Sollen wir drauf kommen, ey. Mann, Mann, Mann. Hat wieder Stunden gekostet hier. Sehr gut. Wir wollen uns das natürlich nur nicht versauen lassen. Dankeschön. Jawohl. So, jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier oben hinschießen, wo geht das denn? So, dann können wir nach unten. Aber da würden wir ja nach unten fallen. Das wird ja nichts bringen. Wahrscheinlich sinnvoller, hier lang zu laufen. Ah, ich sehe, da ist wieder ein Stein, der bestimmt transportiert werden muss. Geht's da noch ein Stück weiter, oder?
weiß natürlich nicht, ob wir hier schon waren. Hier ist jetzt wieder ein Tor. Dass man nicht aufgeht, ne? Genau, weil da nämlich der Schalter für das Tor ist. Da müssen wir wahrscheinlich auch hoch. Ob wir das schaffen, wenn wir von hier aus vollen Anlauf. Ne, das schaffen wir nicht. Dann klettern wir hier nochmal hoch. Vielleicht müssen wir auch einfach nur tiefer rein. Ist auch kein Wasser mehr da. Doch, hier unten ist noch Wasser. Aber ich sehe gerade. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist gut zu wissen. Aber hier geht's auch runter. Das Gute ist, da kommen wir dann auch wieder hoch. Aber viel, also geht's ja richtig weit runter. Aber wir schalten jetzt mal auf Schwert um. So, und kümmern uns jetzt hier erstmal. Ja, sehr gut. So, hier ist auch wieder ein Tor, was aufgehen muss. Aua. Alter, was ist denn? Übel, übel. Oh, fieser Kerl. Alter, der ist ja richtig auf Ecstasy. Der ist platt. Okay, ich dachte, dass der kommt hier raus und dann können wir da rein, aber. Ach, da ist ein Hebel. Der wird wahrscheinlich das Tor öffnen, vermute ich mal. Okay, das Ganze ist auf. Jetzt heißt, wir können wieder ganz weit nach oben klettern. Und da wieder hinzukommen, ja, das kann ja was werden. Das hier eigentlich. Podest aktivieren. Geisterprüfung, Belohnung.
Oh, super. Du hast deine Geisterprüfung entsperrt. Pinne der Stadtpodest. Ja. Aber flink unterwegs hier. So, hier ist das Tor, was aufgegangen ist, ne? Jawohl. Ne, ich muss ja irgendwie wieder nach unten gehen. Ah. Jawohl, da haben wir den nächsten Baum, den wir aktivieren hier. Zack, und fertig. Das ist eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke RB, um in die Blickrichtung zu sprinten. Ah, okay. Kann ich hier auch gleich testen. Das ist schön. Super. Drücke nach einem Doppelsprung für eine längere Sprungdistanz RB. Ah, okay. Das ist natürlich auch nice. Alter, das ist richtig geil. Kommen wir ja endlich mal an Stellen, wo wir noch nie waren. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Ah! Besorge ich mir das hier wieder selber. So, jetzt können wir ja auch so und dann zack. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen rüberzukommen. Springen hier hin, nochmal und dann. Na, fast. Dann wäre es wahrscheinlich doch cleverer, von hier aus zu springen. Ah, fehlt nicht viel. Echt ärgerlich. Ich werde doch wahrscheinlich von hier aus springen. Zack, zack. Nee, haut nicht hin. So geht's, alles klar. Wir müssen erstmal den Bogen raus haben, jetzt funktioniert es. Das ist doch geil. Frage ist halt nur. Jetzt sind wir hier. Jetzt noch da, ne? Wieder ein Käfer. Boah, echt übel, ey. So ein richtiger Hardcore-Käfer ist das.
Ja, jetzt können wir hier einen Doppelsprung rüber und dann zack beschleunigen. Hier runter. Von da kommen wir ja auch. Immer die Frage. Lass uns mal überlegen. Da geht's auch noch oben. Vielleicht geht's da ja auch noch weiter. Ach. Schlumpf. Krebs kriegt jetzt hier auf die Mütze. So, das hat super funktioniert. Das wird auch super funktionieren. Wir jetzt wissen, wie es geht. Genau. Warte mal, wir gehen mal ganz an den Rand, weil ich glaube, wir müssen im Grunde genommen nach links. Genau. Naja, und ich glaube auch, dass wir von da aus springen müssen. Das hat natürlich auch nicht hingehauen. Das Coole ist, dass wir jetzt wissen, wie es funktioniert. Das heißt... Ey, lass los. Was ist denn hier nur... Ey. Joypad kaputt oder was? Immer wenn er auf der richtigen Höhe ist. Einfach so, zack. Ich jetzt die Frage, ob wir da weiter müssen. Vielleicht kommen wir da oben jetzt weiter. Okay, dann gehen wir das jetzt mal an. Wir zack, nach oben. Versuchen nochmal unser Bestes hier. Wenn wir noch weiter nach oben kommen. Ich glaube es aber eher nicht. Hier können wir lang. Secret gefunden wieder.
die Frage, wie geht's wieder nach oben? Wir müssen jetzt erstmal hier lang. Achso, genau. Okay, das geht ja auch normal, regulär so. Den haben wir schon umgelegt. Die Frage, wie komme ich da jetzt hoch? Ah, so, alles klar. So, zack. 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 Mit den Fähigkeiten können wir jetzt auf jeden Fall in der alten Welt auch noch richtig punkten. Frage, ob man jetzt hier rechts rüber geht oder ob man lieber hier links bleibt. Um wieder nach oben zu kommen. Wie kommen wir zu dem Typen da oben hin? Ach, das ist ein Baum, ne? So kommen wir da hin. Nanush! Oh, und die Quolok! Wir sind nun im Revier des großen Quolok-Wächter des Umflands. Ja, dank deiner Fürsorge habe ich die Dinge hier kaum verändert im Verfall. Oh, haben wir doch gekauft. Das ist doch schön. Ah. Hat sich doch einiges jetzt getan. Jetzt ist die Frage... jetzt hier hochkommen. Doch, müsste jetzt gehen. Ja, warte mal. Wir stellen jetzt nochmal auf Bogen um. So, wir springen jetzt zack, zack und dann da hoch. Also, dass er keinen Drehschwindel bekommt. Thank you.
da lang. Hier, wir sind jetzt hier nicht in dem braunen Bereich gewesen. Okay, es ist erstmal egal. Jetzt geht es theoretisch nach rechts rüber. Ja, ganz toll. Das Tor ist immer noch zu. Wir müssen noch irgendwie die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Warte mal, jetzt müsste es eigentlich gehen mit unseren neuen Fähigkeiten. Jawohl, jetzt können wir da hoch. Braucht man einen Pfeil. Geht es auf? Ja, es geht auf. Sehr gut. Das ist eigentlich mehr, wahrscheinlich mehr ein Secret, was wir jetzt aufgedeckt haben. Können wir uns denn... Drücke X, um Gesundheit und Energie wiederzuerstellen. Oder Y. Spiel gespeichert, sehr gut. Wir können auch teleportieren näher, ne? Können wir da auch hin teleportieren? Brauchen wir irgendeinen Teleport oder so? Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert jetzt hier. Navigieren, Details, Quest verfolgen. Alter Falter, jetzt geht's aber richtig ab hier. Machen wir den erstmal platt. Ja,
Alter, ist der übel drauf, ey. Warte, wie schnell der ist. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, wie wir ihn besiegen können. Genau, wir müssen warten, bis er seine Sprünge macht. Wir laufen vor ihm weg. Hier ist eine Sache des Timings hier. Alter, ist ja heftig drauf, der Typ, ey. So, jetzt. Ja, das ist übel. Der erste trifft auch gleich. Gleich haben wir ihn. Ist er dann auch immer noch? Scheiße, scheiß Timing. Sind immer auch noch Feuer spucken muss. Jo, wir haben ihn. Alter, Bossfight, ey. Hammer. Das muss hier jetzt mal sein. Ah, jetzt helfen sie uns und lassen uns da hoch. Das war ja ein krasser Kampf, ey. Das ist echt ein mieser Typ, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Der ist schon hardcore gewesen. So, jetzt ist die Frage erstmal, warte mal. Dann mal schauen, wo wir lang müssen. Wir wollen ja hier lang. Oh nein, ey. Dann haben die mir jetzt hier eingebaut eine Kanone?
Gehen wir mal auf Bogen. Wir können auch diametral springen. Wir können auch so und dann... Das haut nicht hin. Geht's aber weit runter. Ah, noch ein Baum. Ist doch gut. So, du hast eine neue Fähigkeit erlernen. Halte LB bei Laternenprojektilen oder Feinden gedrückt und ziele dann zum Springen. Projektile werden umgelenkt. Okay. Das heißt, wir können jetzt an Laternen klettern. Oder habe ich das falsch verstanden? Halte LB in der Nähe einer Laterne gedrückt und wähle eine Richtung für den Stoßangriff. Ach, LB, ich drücke mal RB. Oh Gott. Jetzt übel hier. Halte LB gedrückt, um geschossen mit einem Stoßangriff in noch größere Höhe zu feuern. Wer eigentlich hier... Können wir hier springen jetzt hier hoch.